hier auf der A3, Fahrt Richtung Köln, ist in Höhe Kilometer 26 ein tragischer Verkehrsunfall passiert. Da hat ein Transitfahrer eine Panne gehabt, 18-Jähriger ist stehen geblieben am Seitenstreifen, hat dann seinen Vater verständigt, 55 Jahre aus Köln. Der Vater erschien mit einer weiteren Person hier vor Ort. Die waren beide Insassen vom Golf. Der Vater wollte dann seinem Sohn helfen, ist im Zuge dessen auf die Fahrbahn getreten und von dem LKW erfasst und tödlich verletzt worden. Der Sohn ist auch tödlich verletzt worden, im Krankenwagen verstorben. Inwiefern der Sohn in den Unfall involviert war, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Das Unfallteam der Polizei Köln ist vor Ort und ein Sachverständiger ist auch verständigt über die Staatsanwaltschaft Bonn.